Hey, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Heute, ich werde dir zeigen, was ist ein der wichtigsten Faktoren, um Geigen mit Erfolg zu lernen. Hi, mein Name ist Anton Morales und ich bin Professor Geiger und Geigenlehrer spezialisiert auf das Lernen von Erwachsenen. Ich bin auch Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, erstmal, ich möchte dir etwas auch Spezielles vorstellen heute. Vor ein paar Wochen, ich habe Tim Grover entdeckt. Tim Grover war der Coach von Michael Jordan. Michael Jordan kennst du sehr wahrscheinlich, er war der berühmteste Basketballspieler. Und Tim Grover war sein Coach 15 Jahre lang und fast von Anfang an, bevor das Michael Jordan berühmt wurde. Und er hat ihn wirklich ausgebildet und ihn dazu gebracht, dann so berühmt und so gut zu sein. Und so, jetzt fragst du dich, warum will ich das mit dir teilen? Das hat nichts mit Geige zu tun. Aber doch, das hat sehr viel mit Geige zu tun, weil Tim Grover hat dann auch sehr viele andere Sportler und auch nicht nur Sportler eigentlich ausgebildet. Und es gibt einige Regeln einfach, die machen, dass egal was man unternimmt, es funktioniert oder es nicht funktioniert. Und das ist eigentlich genau das gleiche mit der Geige. Und deswegen, ich möchte das heute mit dir teilen. So, erstmal etwas ganz wichtig, dass Tim Grover sagt das mal und das ich auch dich immer sage. Er sagt, dass er denkt, dass jeder eine besondere Gabe hat, aber dass 99% der Menschen es nicht benutzen. Aber er denkt, dass jeder könnte wirklich was wirklich sehr was lernen und was wirklich was damit machen. Und dass man braucht keine Gabe, dass man auch, egal ob Michael Jordan oder sowas, das ist nicht, dass man mit einer Gabe geboren ist, sondern wirklich, dass man dann sich eingeschränkt hat und immer etwas weitergelernt hat und immer weitergemacht hat. Ja? Und das ist auch, was ich dir immer sage. Es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, wie begabt du bist, du kannst Geige mit Erfolg lernen. Und genau, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ist eines von diesen wichtigsten Faktoren? Eines von diesen wichtigsten Faktoren, das ist die Motivation. Und das ist, und ein anderer Faktor, aber das werden wir heute nicht lernen, die Motivation, war eher, wie es ist, immer gleichmäßig und regelmäßig zu bleiben. Ja? Das ist auch, was Tim Grover sagt. Weil sowieso, wenn du was lernst, das wird sowieso nicht einen Monat nehmen. Ja? Das wird immer vielleicht ein Jahr nehmen und wenn du wirklich sehr, sehr gut sein willst, dann mehrere Jahre. Und das war der Unterschied zwischen jemandem, der kleine Fortschritte machen wird und jemandem, der nach ein paar Jahren wirklich super Geige spielen wird. Das ist, dass der eine, er wird einige Mal, und das ist, was ich bei vielen sehe sowieso. Weil es gibt viele, die sagen natürlich, ich will Geige lernen, aber es gibt nicht viele, die machen, was notwendig ist dafür. So, jetzt das ist die Frage. Weil wenn du willst wirklich Geige mit Erfolg lernen, dann musst du auch feststellen, dass du musst regelmäßig sein. Das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn du einmal hier übst, dann ein paar Tage nicht mehr, dann wieder einmal, dann vielleicht eine Woche Pause und dann wieder, dann wird es immer Fortschritte so machen, dann wieder alles vergessen, dann wieder ein bisschen Fortschritte machen, dann wieder vergessen und du wirst dann immer so Fortschritte machen. Und dann nach ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre wirst du immer da sein. Ja? Das wird dich nicht wirklich viel verbessern. Ja? Und im Gegenteil, die wirklich große Fortschritte machen, natürlich, die machen regelmäßig und die machen immer weiter. Ja? Aber jetzt die Frage ist das, warum schaffen einige es so auf eine regelmäßige Art zu üben, immer weiter zu üben, immer weiter zu machen? Das ist auch, weil die erstmal glauben, dass es was bringen wird. Ja? Und das ist eigentlich der Unterschied. Ja? Schon die dann große Fortschritte machen und die anderen. Weil das ist natürlich, dass die dann immer weiter üben, immer weiter machen. Und das jahrelang manchmal und das wirklich regelmäßig. Aber was macht, dass sie das machen können im Vergleich zu die das nicht machen können? Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du selbst, wie oft, wie regelmäßig, wie gleichmäßig du bist. Aber wenn du nicht so oft geübt, wenn du manchmal machst, manchmal nicht, das ist, weil eigentlich oft du glaubst nicht wirklich, dass du das wirklich schauen kannst. Oder du bist nicht sicher, dass es viel bringen wird. So, du siehst wirklich viel oder du weißt nicht wirklich, warum du Geige lernst. Ja? Weil das ist ja das sehr wichtig, erstmal zu wissen, warum du Geige lernst. Weil wenn du das weißt und wenn du weißt, warum du Geige lernen willst, was du damit erreichen willst, was du machen willst, welche Stücke du spielen willst, ob du vielleicht in einem Orchester spielen willst oder mit anderen Menschen, wenn du das weißt und dann du weißt, warum du das willst, auch, dann erstmal, das wird dich treiben, immer weiter und immer weiter zu üben. Aber dann, zweitens, du musst wirklich auch daran glauben, dass es funktionieren wird. Dass du nicht einfach unnötig übst, oder, ja, sondern dass du wirklich glaubst, dass jeden Tag, wenn du das machst, auch die Tage, wo vielleicht du ein bisschen weniger Lust hast,
oder wo du keine Lust hast, wo du müde bist, wo du kommst von der Arbeit. Wenn du all diese Tage übst, wenn du jeden Tag machst, immer weiter und immer weiter, da wirst du anfangen, richtig große Fortschritte zu machen. Ja? Weil das ist die Sache, das sehe ich, das ist bei allen Menschen, ja? Die arbeiten auch, alle, die haben auch alle ein Leben, schon mal, die sind sehr müde und so weiter, aber das macht nicht, die üben trotzdem an diesem Tage. Und das macht den Unterschied dann. Weil das ist sehr wichtig. Ja? Aber dafür musst du wirklich wissen, warum du das lernst. So, frag dich wirklich, was du machen willst, warum du gegen willst, welches Ziel hast du, welches Stück du lernen willst, welches Stück du spielen willst. Ja, und warum du das willst, was fühlst du dich dann besser, fühlst du dich glücklicher, magst du die Musik mit anderen Menschen teilen, warum machst du das? Sehr wichtig zu wissen, ja. Weil es ist wirklich, was den Unterschied macht. Ja, und dann, wenn du das im Kopf hast, dann denke wirklich wie immer wieder darüber. Und dann vergesse nicht, dass es sehr wichtig ist, das ist das Wichtigste, das ist nicht begabt zu sein, das ist nicht jung zu sein, das macht keinen Unterschied eigentlich, das ist egal. Ja, begabt oder nicht begabt eigentlich. Ich habe viele Gegner bekannt, die waren sehr begabt und haben trotzdem nichts gemacht damit, weil die hatten nicht diese Motivation, diese Gleichmäßigkeit, immer weiter zu üben, immer versuchen, sich zu verbessern. Vielleicht auch eigentlich immer, ich kann dir wirklich ganz ehrlich sagen, meine Schüler, die am begabtesten waren, es waren die, die die kleinsten Fortschritte gemacht haben eigentlich. Weil es waren die, die waren einfach nicht, die konnten sie nicht. Die haben sich nie eigentlich einfach gewohnt, wirklich zu üben und Fortschritte zu machen. Ja? Das ist einfach immer ein bisschen von allein gekommen und deswegen dann, die haben nie geschafft, wirklich zu üben. Und jedes Mal, dass es ein bisschen schwieriger wurde, dann die haben aufgegeben oder die fanden das zu schwierig einfach. Und dann die haben deswegen nie wirklich die wichtigste Sache geübt. So, die haben nicht die Sache geübt, dass die üben sollten. Die Sache, die schwierig sind, die nicht, die unbekannt waren, diese Sache haben die nicht geübt, weil alles, was die sonst machten, war einfach und die hatten keine, also, und die wollten nicht diese Sache machen. Und deswegen haben die am Ende viel kleinere Fortschritte gemacht. Wir haben Teil, die wirklich gar nicht begabt waren, die wirklich Schwierigkeiten hatten, dann die, wenn die wirklich motiviert waren, dann die haben wirklich große, große, große Fortschritte gemacht, weil dann die haben gelernt, immer zu üben und da die immer regelmäßig geübt haben, natürlich mit einer richtigen Methode, auch mit mir, dann die haben immer weiter Fortschritte gemacht, immer weiter Fortschritte gemacht und deswegen sind die nach ein paar Monaten, nach 6 Monaten, nach einem Jahr immer besser geworden und dann konnten die auch ihre Träume verwirklichen, dann die Träume, die Stücke ihrer Wahl spielen und dass es sich dabei wirklich auch schön anhört, auch mit anderen Menschen zu spielen und so weiter, ja. So, das war's für heute. So, erstmal, ich möchte, genau, etwas sehr wichtig mit dir teilen. Das ist, genau, ich habe vor, das macht jetzt, ich glaube, so 1,5 Monat, dass ich mein Buch gegen Lernen mit Erfolg als Erwachsener kostenlos gebe. Also benutze diese Gelegenheit. Es gibt schon jetzt, genau, ich habe heute geguckt, 254 Bücher, die schon weg sind und es gibt nur 1000 insgesamt, die ich ausgedrücken lassen, die ich ja, drücken lassen und das sind nur diese Exemplare, die ich kostenlos gebe. Das bedeutet, wenn die weg sind, dann kannst du es nicht mehr kostenlos erhalten. Ja? Du würdest dann natürlich später immer noch auf Amazon oder irgendwo später kaufen, zu dem richtigen Preis ankaufen können. Aber jetzt kannst du es kostenlos bekommen. Ja? In dem Buch, ich zeige dir, wie du wirklich gegen mit Erfolg lernen kannst. Ich zeige dir meine beste Methode in vielen Sachen, so, damit du wirklich die schnellsten Fortschritte machst. Ich zeige dir, was ich bei einem Schritt für Schritt Einleitung von einem Stück für Anfänger. Aber das ist nicht nur für Anfänger, das ist wirklich um zu herstellen, wie du jedes mögliche Stück von A bis Z lernen kannst. Und damit sie sich dann wirklich am Ende schön anhört. Es gibt sehr, sehr viel Sachen. Aber ich lasse dir das einfach hier entdecken. Klicke jetzt auf den Link unter dieses Video. Dann du wirst auf meinem Website weitergeleitet und dort du wirst mehr Informationen darüber erhalten und auch einfach das Buch kostenlos erhalten können. Also mach das jetzt, weil das ist nicht für immer und das geht sehr schnell weg. So hoffentlich, wenn du dieses Video siehst, dann gibt es noch Exemplare für dich. Ich wünsche dir noch sehr viel Spaß und Anfang der Gage und wir sehen uns gleich.